In diesem Video möchte ich Ihnen ein paar Grundlagen der Kommunikation darstellen. Es gibt tatsächlich ein paar grundlegende Begriffe, die wir kennen müssen, bevor wir es mit der Kommunikation mit dem Arduino oder überall in einem, sagen wir mal, realen System überhaupt anfangen können. Als allererstes unterscheiden wir zwischen parallel und seriell. Was ist da der Unterschied? Ich habe mir hier ein bisschen was vorbereitet. Bei einer parallelen Kommunikation, das wäre das hier, habe ich tatsächlich mehrere Möglichkeiten, hier irgendwelche Daten zu schicken. Das heißt, parallel habe ich verschiedene Leitungen. In diesem Fall wären das diese D0 bis D7. Das sieht so aus, als ob ich 8 Leitungen hätte. Also kann ich ein Byte sozusagen in einem Rutsch vom Sender zum Empfänger rüberbringen. Bei einer seriellen Kommunikation sieht das ein bisschen anders aus. Das wäre das hier. Da habe ich nur eine einzige Leitung, um die Daten von A nach B oder vom Sender zum Empfänger zu schicken. Vom ersten Blick sieht der Unterschied etwas trivial aus, aber beim näheren Betrachten sieht man auch verschiedene Unterschiede und je mehr da man guckt, desto mehr Unterschiede kommen raus. Deswegen habe ich mir auch diese Tabelle hier vorbereitet, mit der ich ein paar der Eigenschaften von paralleler und serieller Kommunikation ein bisschen näher ergründen möchte. Als erstes beobachten wir doch mal die Geschwindigkeit. Es ist irgendwie klar und deutlich, dass bei der parallelen Kommunikation, das wäre hier das Rote, ist die Geschwindigkeit tatsächlich höher, weil ich mehrere Leitungen habe, die ich gleichzeitig dann ansteuern kann. Also ist die Geschwindigkeit bei parallel relativ hoch. Bei der seriellen Kommunikation sieht man auch klar und deutlich, da habe ich nur eine einzige Leitung, das heißt, die Geschwindigkeit ist relativ niedrig. Wie sieht es aus bei der Kabellänge aus? Und was ist überhaupt Kabellänge hier? Fangen wir diesmal bei der seriellen Kommunikation. Weil ich eben nur eine einzige Leitung habe, ist es relativ einfach, sich das auch vorzustellen, dass ich sie gut abschirmen kann von äußerlichen Interferenzen, von äußeren Einflüssen. Und ich kann da sogar irgendwelche Zwischenpunkte einbauen, die diesen Signal verstärken. Also das heißt, theoretisch kann ich die Kabellänge wirklich sehr, sehr lang machen. Also die Kabellänge ist in diesem Fall eben lang. Wie sieht es aus bei der parallelen Kommunikation? Da sind mehrere Leitungen, die nebeneinander auf sehr dichtem kleinen Raum zusammensitzen müssen. Und da merkt man schnell, die Interferenzen auch zwischen diesen Leitungen sind hoch zu erwarten. Und deswegen kann man auch die Länge gar nicht so groß machen, also das heißt, die Kabellänge ist letztendlich auch begrenzt. Deswegen ist die Länge hier eben begrenzt. Wie sieht es aus bei der Komplexität? Eine parallele Kommunikation ist relativ einfacher zu gestalten, weil ich da einfach die Anzahl der Leitungen, die ich benötige, zusammensetzen kann. Und da ist keine große Komplexität ansonsten vorhanden. Das heißt, die Komplexität hier ist wiederum niedrig. Bei der seriellen Kommunikation stellt man sich sofort so ein bisschen in Frage, wie mache ich das jetzt? Einzelne Bits darüber schicken muss ich erstmal irgendwie erkennen, wann fängt so ein Bit überhaupt an, wann endet er? Sind jetzt 2 Bits da gewesen oder war das doch nur einer? Und so weiter und so fort. Das heißt, die Komplexität bei der Implementierung von seiner seriellen Kommunikation ist relativ hoch. Wie sieht es aus bei den Kosten? Bei der parallelen Kommunikation brauche ich mehr Leitungen. Die muss ich auch besser voneinander abschirmen. Das heißt, die Kosten sind hoch. Bei der seriellen Kommunikation ist es genau umgekehrt. Ich habe nur eine einzige Leitung und ich muss da auch nichts Besonderes dabei beachten. Die sind mittel bis niedrig. Je nachdem, wie weit man kommen möchte. Das ist also unsere Unterscheidung zwischen serieller und paralleler Kommunikation. Was gibt es da noch? Es gibt noch eine sehr wichtige Eigenschaft allgemein von jeder möglichen Kommunikation. Und zwar, wer zu wem überhaupt sprechen darf. Nehmen wir doch mal an, dass ich hier irgendeinen Sender habe und einen Empfänger. Wenn der Sender nur zum Empfänger kommunizieren kann, also nur in eine Richtung diese Kommunikation überhaupt stattfinden kann,
Dann reden wir über sogenannte Simplex-Kommunikation. Das heißt nur in eine Richtung, also simpel im englischen oder lateinischen Sinne. Es geht nur in eine Richtung. Was wären da Beispiele? Eine ganz normale TV-Übertragung, so wie sie mal war, also richtige TV-Übertragung, oder eben so richtig Standardradio, also gutes altes Radio. Die gehen tatsächlich nur in eine Richtung. Der Empfänger kann überhaupt nichts dem Sender zurückschicken. Wenn beide zwar miteinander kommunizieren können, also der Sender zum Empfänger und der Empfänger auch zurück zum Sender, aber dafür nur ein Kommunikationskanal oder nur ein Kommunikationsmedium benutzen dürfen und sich sozusagen immer abwechseln müssen, dann reden wir über einen sogenannten Half-Duplex oder halbes Duplex. Dann sieht es so aus, der Sender und der Empfänger, die können zwar jetzt miteinander kommunizieren, aber nur einer in eine Richtung. Das bedeutet, hier irgendwo in der Mitte kann man sich das so vorstellen, dass da eine Lücke ist und nur ein einziges Kanal und entweder muss der hier oder der hier sozusagen synchronisieren, wer jetzt sprechen darf und wer nicht. Was wären hier Beispiele? Zum Beispiel in Sensornetzwerken ist es oft so, dass das Radio tatsächlich nur empfangen oder senden kann. Das sind billige, einfache Radios, die man eben nur in eine Richtung ansteuern kann. Oder auch ein gutes Beispiel dazu ist die älteren Telefone, älteren Digitaltelefone und so weiter und so fort. Wie wir Menschen kommunizieren, ist übrigens auch eher ein Half-Duplex als ein Full-Duplex. Bedeutend, wenn ich rede und Sie reden gleichzeitig, dann können wir uns eher schlecht verstehen. Wir müssen uns abwarten, weil unser Kommunikationskanal eben eins ist und unser Kommunikationsmedium ist die Luft und wir müssen immer aufeinander warten. Das nennt man ein Half-Duplex. Auf Deutsch existieren keine guten Begriffe für Simplex, Half-Duplex und Duplex. Deswegen würde ich Ihnen näherlegen, dass Sie sich gleich die englischen Begriffe merken und sie auch benutzen. Was ist jetzt ein Full-Duplex? Das ist der Fall, wenn der Sender und der Empfänger tatsächlich gleichzeitig miteinander reden dürfen. Beispiele dafür finden sich viele, wie zum Beispiel im älteren Telefon, also die Analogtelefone, die tatsächlich gleichzeitig auf der Leitung in beiden Richtungen gehen kann. Sehr oft allerdings implementiert man solche Duplex-Systeme nicht als, sagen wir mal, komplett Duplex, die wirklich einen Kanal nutzen und gleichzeitig sprechen und hören können auf diesem Kanal, sondern man benutzt sogenannte Duplexing-Techniken. Um ein Duplex-Funktionalität zu ermöglichen, allerdings mit zwei verschiedenen Kanälen. Zum Beispiel eine WLAN-Verbindung hat verschiedene Kanäle und die Empfänger und die Sender können dann verschiedene Kanäle nehmen, um gleichzeitig reden und hören zu können. Moderne Smartphones machen genau das Gleiche, 3G und 4G sind auch Duplex und so weiter und so fort. Also im Moment, wo ich zwei Kanäle habe und einfach das eine Kanal ist für eine Richtung reserviert und das andere Kanal ist für die andere Richtung reserviert, dann redet man eigentlich schon bereits von einem Duplex-System. Ein sehr bekanntes, nicht kommunikationstechnisches Duplex-System sind letztendlich Gleise für Züge. Wenn da nur eingleisig gefahren wird, dann ist es ein Half-Duplex, also theoretisch können die Züge in beiden Richtungen fahren. Allerdings müssen sie am Bahnhof aufeinander abwarten. Und bei dem Full-Duplex oder Duplex hat man zwei Gleise, sodass sie gleichzeitig wirklich in beiden Richtungen fahren können. Und das ist eben auch eine wichtige Eigenschaft von jeder Kommunikation, ob man nur in eine Richtung, Simplex, fahren kann oder kommunizieren kann. Eine Half-Duplex, wo man immer abwarten muss, bis man eben umschaltet. Oder eben ein Full-Duplex, in dem man in beiden Richtungen immer gleichzeitig reden und hören kann. Dankeschön.